Das machen wir nochmal neu. Diesmal auch hier ohne Tod und sowas. Gute Zeit. Ein Fruchtkill noch dazu. Auf Easy ist bei Donkey Kong das RNG halt auch viel angenehmer. Hallo Turtle. Das war schön. Ah, das hätte ich geschafft. Da hätte ich nicht zögern müssen, aber dafür einen Fruchtkill gekriegt. Ist nicht alles schlecht. Relativ viele Fruchtkills jetzt im ersten Durchlauf. Übersetzt sich in relativ viele Bonuspunkte dann. Oh. Und das wird nix. Viele, viele Bonuspunkte. Jetzt nur nicht sterben. Das war jetzt noch mal richtig unnötig. Ach du. Ah. Mensch. Egal, Gold ist Gold. So, immer fein die Yoshi-Kekse zum richtigen Zeitpunkt essen.
Nicht zu früh. Wie es hier fast hätte passieren können. Soweit. So gut. Der nächste Baby Yoshi. Immer schön die Kekse mitnehmen. Ich will es kaum aussprechen, aber bislang hatten wir auch noch keine Bombe. Okay, ein bisschen ärgerlich. Aber alles noch so, dass sonst was möglich wird. Solche Sachen fallen mir verhältnismäßig früh auf. Also ich suche halt ganz gerne nach Visual Cues, um Dinge zu optimieren. Und vermutlich habe ich dadurch das Auge so ein bisschen dafür, auch für den Zusammenhang, I don't know. Oder sozusagen den Optimismus, dass man da eben mit was manipulieren kann. In dem Sinne manipuliere ich ja nichts. Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Okay, das war ein sehr, sehr effektiver Feuerball. Dafür jetzt wieder eine große Pause mit Fly Guys. Also das Ding ist, DK Junior steht und fällt halt mit den Cycles von den Brücken. Also die Brücken direkt vorm Käfig. Das ist Dreh- und Angelpunkt der gesamten Operation. Und dadurch, dass die Brücken erst spawnen, wenn du den Schlüssel eingesammelt hast, ist das natürlich so die naheliegendste Sache, darauf zu schauen. Bei den anderen Kategorien resette ich meistens in der Situation.
als... Es ist ja ein Time-Loss in dem Sinne. Also du hast... Um Gottes Willen. Du hast Setups, wo du halt direkt... Du spawnst rein und du kannst direkt durchstratzen. Und du hast Setups, wo du das eben durch Warten so ein bisschen rummanipulieren kannst. Und du hast Setups, die einfach eine Vollkatastrophe sind. Und bei den 100 und 200 ist es halt alles dermaßen eng. Es lohnt sich einfach nicht. Dafür ist auch der Weltrekord zu sehr rausoptimiert inzwischen. In den vier Kategorien für den mit weniger Punkten. Ah, das war in Ordnung. Hätte ein bisschen besser sein können. Aber was willst du machen? Ja, doch. Die Zeit ist solide. Jetzt nur noch genug Glück haben. Das hätte alles gerne ein bisschen schneller sein gedurft machen. Ich meine, ist jetzt trotzdem gut, ne? Aber es kann alles immer besser sein. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und des Speedruns. Soweit so okay.
Ich komme immer nicht darauf klar, dass das Ding dann ja einfach so aus dem heiteren Himmel abstürzt. Mehr oder weniger ohne Vorwarnung. Jetzt, wo der Countdown da ist, da weiß ich wieder, wie der Hase läuft. Das ist überhaupt nicht das Ding. Sehr schön. So, und jetzt machen wir... Ich trinke nichts. Die nächsten 10 Minuten werde ich verdursten. Komme, was wolle. Jein. Tatsächlich ändert das, wie lange du wo wartest. Ändert es das Spawnverhalten in der nächsten Runde quasi. Also beim nächsten Käfigteil. Das Spawnverhalten der Gegner. Das ist ein bisschen dämlich. Ja, das gibt ganz merkwürdige Verhaltensweisen. Also zum Beispiel ist es auch so, dass nach dem ersten 100er-Übergang im zweiten Screen der Chomper, der direkt danach kommt, spawnt verhältnismäßig schnell. Und der Chomper danach, wo man ja eigentlich denken würde, wenn es halt das erste Monster ist, was spawnt. Wenn es das erste Monster ist, das spawnt, spawnt es quasi immer zur gleichen Zeit, nachdem DK Junior reinspawnt. Aber tatsächlich nach diesem 100er-Schritt, der zweite Chomper, also der erste Chomper beim zweiten Käfigteil danach, der braucht deutlich länger zum Spawnen. Es sind ganz, ganz merkwürdige Sachen, die da passieren. Genau, der Stern mit 15 ist das Maximum. Und das mit den Münzen, das könnte man irgendwann mal, könnte man durchrechnen. Ich glaube nicht, dass es sich irgendwann ausgeht. Aber jetzt zum Beispiel hätte ich, ich glaube, 2 Dreierreihen der Münzen ignorieren können. Also es hätte theoretisch schneller gehen können, ja. Weil ich dann halt deutlich mehr als 500 Punkte hatte, was mich ja nicht weiterbringt. Na. Ja, aber du musst, also was auf jeden Fall denn wichtig ist, den Stern lange zu halten. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob es sinnvoll ist, wenn ich wenn ich einen Möwen-Cycle abwarten muss, weil ich 3 Münzen einsammle, ob es sinnvoll ist, den Möwen-Cycle zu skippen auf Kosten der 3 Münzen. Ich glaube, in der Richtung könnte ein Schuh draus werden.
Aber das ist es halt dadurch, dass du so viel RNG hast in diesen Spielen. Musst du halt richtig dynamisch agieren. Je nachdem, welche Situation du hast. Aber solche Optimierungen sind auf jeden Fall möglich. Irgendwas in der Richtung. Eine Reitung. Okay, na gut, dann war das so rum. Aber das sind halt Gedanken, die man sich zum Beispiel machen könnte. Also, ja, müsste man alles, wenn man da die Muße hätte, mal so ein bisschen austeilen. Und auch einfach ein Gefühl dafür bekommen. Also das ist eben wegen dieser hohen Dynamik ganz wichtig. Aber ich glaube, das würde mich zu sehr in den Wahnsinn treiben. Also zeitlich ist es okay. Generell sollte es nicht so viel RNG-Schaden geben, dass mir hier 20 Sekunden verloren gehen. Wir wissen ja, dass es besser geht als die Zeit, die ich da schon stehen habe. Sofern man keinen Mist baut. Das ist vermutlich ein Punkt, ja. Ja, rund 90 Sekunden für 90 Punkte. Ist nicht unrealistisch, denke ich. Und man kriegt ja am Ende nochmal 3 immer als Bonus. Der Wagen fährt nochmal weg und bringt 10. Die Kuchen werden schneller. Das sollte sich ausgehen. Thank you.
Na, wobei ich jetzt langsam anfange zu zweifeln. Aber es ist ein Weltrekord. Vermutlich sogar eine 25-30. Danke, danke.